Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes mit Chibi Let's Play im dunklen Sumpf von Torvus. Beziehungsweise in der dunklen Dimension von dem Sumpf von Torvus. Weil ich meine, ein Sumpf an sich kann ja auch schon ziemlich dunkel ausfallen. Da gehen wir mal schnurstracks weiter und scannen mal dieses semi-transparente Objekt. Objekt ist im ständigen dimensionalen Wechsel. Vollständiger Scan des Gyro-Generators nicht möglich. 50% der atomaren Masse befinden sich in einer anderen Dimension. Wohl möglich. Bochum, Wattenscheid. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Ja. Schnell durch. Und dann rollen wir hier mal durch. Ah, alles ohne Lichtkugel, ne? Ohne Lichtsphäre. Ah, lass mich mal schnell durch. Hier ist auch keine. Ach, da. Direkt vor der Tür. Hi. Bitte was? Der hat ein Spielzeug von mir geklaut. Mein Boostball. Und ich glaube, den brauche ich, damit ich da den roten Schlüssel haben kann. Damit ich ihn bekommen kann. Oh, dieser Luminos ist seit 1,51 Dekazyklen tot. Ink-Biomasse im Objekt vorhanden. Diese weibliche Luminos befand sich im finalen Stadium des Befalls durch einen Ink, als ihre Lebensfunktionen kritisch wurden. Ihr Tod war auch für den Ink tödlich. Also äußerlich unterscheiden sich die Luminos jetzt nicht, ob jetzt Männlein oder Weiblein. Aber gut, wer bin ich, dass ich das beurteilen sollte? Ne? Okay. Eilen wir mal zu unserem kullernden Kollegen da vorne, der in seiner Bosskammer natürlich auf uns wartet. Hallöchen, Boostwächter. Morphologie, Boostwächter, Krieger-Ink mit Boostball-Fähigkeit. Die Boostball-Fähigkeit verleiht diesem Feind enorme Schnelligkeit. Objekt kann nur in fester Form angegriffen werden. Das macht es erforderlich, es in diesem Zustand zu halten. Dieser Ink-Krieger hat die Boostball-Fähigkeit absorbiert. Das erlaubt ihm, seinen Körper aufzuladen und ihn als Waffe mit hohem Tempo gegen seine Feinde rasen zu lassen. Befindet sich der Boostwächter nicht in seiner festen Form, bietet der Morphball-Modus eventuell bessere Möglichkeit, die Kreatur anzugreifen. Beziehungsweise Bomben, hä? Okay, ups. Der hat mich vollgeschleimt. Nee. Ja, schön auf Abstand, Kollege. So. Erstmal schön fett ein paar Super-Missiles reingeklotzt. Ich merke auch gerade, hier ist nirgendwo Licht. Hallo, die Säule vielleicht. Kann ich auch nicht abscannen. Oder anvisieren. Das ist ja doof hier. Das ist ja doof hier. Na. Ich soll also lieber keine Zeit verschwenden, ne? Okay, jetzt lädt er sich ja auf. Spielt Flipper. Oh. Warte mal. Okay, das bringt so ein bisschen was. Au! Okay, es scheint doch was zu bringen. Vor allem hat es mir ordentlich geschadet. Ach du Scheiße. Autsch. Ich glaube, so wird das nichts, oder? Okay, ich habe ihn zumindest in seiner festen Form wieder genötigt. Muss man sagen. Ja, oder eben nicht. Okay, er hat viel Schaden erlitten, ich allerdings auch. Das gefällt mir alles, beides nicht. Ich bleib mal hier hinter. Ah, ich wollte gerade sagen, ich bleibe hinter der Säule und guck, dass ich hier irgendwie Energie bekommen kann. Und in dem Moment glibbert er zwischen meinen Füßen. Ja. Bisschen doof gelaufen.
Da war ich auch so ein bisschen voreilig, glaube ich. War gut. Passiert, ne? Kriegen wir hier vielleicht ein bisschen... hallo? Danke. So. Aber ich glaube, mit dem Supermesser war es gar nicht mal so verkehrt. Dum, 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 dum. So, das haben wir auch gescannt. Aber weiß ich Bescheid, dementsprechend sollte ich auch nicht die hier mit Missiles wegschießen. Sondern meine Muni sparen. Und hier schnell durchkullern. Das geht natürlich auch nicht, wie man will. Komm, 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 komm. Ja, geht doch. So. Mach auf! So, das drücke ich mal schnell weg. Das geht hier. Oder ist hier noch was gewesen? Nee, hier bist nur du gewesen. Meine Ärmste, meine Liebste. So. Nein, ich denke mal, sobald ich die Fähigkeit habe, komme ich dann da hoch. Ja, interessant, der ist einfach in die Wand reingeflogen. Kann ich den nicht einfach so ansaugen? Das wäre viel einfacher. Vor allem, wer hängt denn den Schlüssel so weit oben an das Schlüsselbrett? Hä? Ja. Versuchen wir es nochmal. Aber es ist schade, dass wir hier keine Lichtsphäre haben. Wenigstens so eine kleine, temporäre hätten sie uns ja lassen können, oder? Ja, waber dich, waber dich. So. Jetzt lädt er sich. Oder sollte ich die vielleicht, diese Phase vielleicht nicht im Morphball-Modus? Ah! Obwohl, dann greife ich seinen Glibber immerhin mit dem Bömmchen an. Vielleicht ist das nicht so verkehrt. Ich lege einfach Bomben, wo ich sie gerade finde, wo ich sie gerade hinsetzen kann. Scheint ja doch irgendwie was gebraucht zu haben. Bäh. In dem Moment, ne? In dem Moment, wo ich mich schießen will, glibbelt der mich an. Na komm, einmal noch. So. Okay. Da sind wieder so kleine Glibbels. Die er selbst kaputt macht. Sehr gut. Ich muss echt dieses Gewaber ausweichen können. Autsch. Okay, da macht er schon die nächste Säule kaputt. Da kommt die nächste Säule. Okay, nächste Phase. Ja, ein paar Schuss habe ich noch. Komm, viel ist da nicht mehr hinter. So, verende. Und Energie, jede Menge Energie, sehr gut. Die nehme ich mal als erstes dankend an mich. So. Boostball! Nur um das zu lesen. Ach, schön. Boostball erhalten. Im Morphball-Modus B gedrückt halten, um den Boostball aufzuladen.
Nach dem Aufladen wieder loslassen, bla bla. Ja. Also Steuerung wie im ersten Teil. Und dann würde ich sagen, wir verschwinden so schnell wie möglich von hier. So. Ja. Ich roll schon ein bisschen daneben hinweg. Na komm, jetzt aber. Schlüssel zum dunklen Tempel gefunden. Dies ist einer von dreien. Yay. Aber wir haben ihn. Sehr schön. Cool. Damit haben wir das. Komme ich da überhaupt nicht hoch? Hallo? Ich will da hoch. Hey. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt, oder? Jetzt aber. Na gut. So. Das ging dann auch ein bisschen besser. Das heißt, ohne hätten wir auch gar nicht zurückgekonnt. Auch schön. Und ich hänge wieder an irgendeiner Ecke. So, dann eben so. So. So, ich stehe jetzt auf der Speicherstation. Auch mal ein ungewöhnliches Bild, aber ja, sowas passiert. Ach, schön. Haben wir hier ein bisschen Muni drin? Ups. Die eine Drehung hat noch gereicht. Gut, ich könnte jetzt speichern, aber wisst ihr was? Das spare ich mir für das Ende des Parts auf. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich jetzt sofort tot umkippe. Im allerschlimmsten Fall habe ich ja jetzt raus, wie es geht mit dem Boss. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu dem anderen Portälchen, ne? Da muss ich natürlich auch wieder aktivieren, ist klar. So. Aber schön, mit der Fähigkeit kommen wir natürlich an andere Ecken wieder ein bisschen weiter. Hier kann man aber echt nicht weit gucken. Na gut. Ich wundere mich nur, dass man hier keine Plattform hat. Also ein bisschen zu weit, ne? Für so einen Spielkram. Vor allem mit Kurven und so, das kann jetzt aber nicht. Nee. Nee, glaube ich nicht. Hätte ja sein können, aber das glaube ich nicht. Aber wie kommen wir denn sonst da hoch? Das muss ja irgendwie so gehen, ne? Weil ich meine, da oben sind ja auch Kisten, was ja auch suggerieren kann, dass da was ist. Ja, das kriege ich echt nicht kaputt. Aber Dentium. Dentium ist doch das Stichwort. Das heißt, ich muss damit wahrscheinlich Powerbomben daran an die Sache. Na gut, gehen wir mal hier weiter.
kommen schon irgendwie weiter. Irgendwie geht's ja immer weiter, ne? Da haben wir die lilafarbene Tür. An sich müsste es hier auch weitergehen können. Ja. Oh, wir sind gleich zwei. Relais zur Energieversorgung rekonfiguriert. Transporter einsatzbereit. Durch Betreten in das Hologramm wird der Transporter aktiviert. Kadaver erlitt schwere Verwundungen durch chemischen Substanzen. Verbindung weist Ähnlichkeiten zu Verdauungssäften auf, die in verschiedenen Kreaturen entdeckt wurden. Möglicherweise hat etwas versucht, den Kadaver zu zersetzen und wurde dabei zerstört. Ist das bei dir auch? Chemische Substanzen schwer entstellt. Todesursache nicht festzustellen. Entzückend. Entzückend. Ich frage mich, wo wir jetzt hinkommen. Vielleicht in den Weinkeller? Wäre nicht schlecht. Das war ja nur eine Vermutung. So, hier haben wir die normalen Treat. Nicht nur die dunklen, sondern auch die normalen. Ja, beziehungsweise die hellen, besser gesagt. Wir wollen ja politisch korrekt sein. Giftgas, gefüllte kybernetische Lebensform. Und wahrscheinlich dieselbe Funktionen wie die andere Version. Geht's da tief runter? Ja. Komme ich hier nochmal raus? Nein. So ein bisschen Wasser, ne? Macht dir schon wieder Probleme, mein liebes Samus. Was wird denn aus dir? Was soll ich nur mit der machen? Ja, und da. Ja, ich hab's geahnt. Ich hätte die erst alle wegschießen müssen. Die Frage ist nur, respawnen die eventuell? Kann ja sein. Kann wirklich sein. Ja, da kommen sie wieder aus den Löchern gekrochen. Wie tief geht denn das? Die Landen kann ich nicht öffnen, aber da ist ein weißer, da ist ein schwarzer. Weiter oben ist ein Safe Point. Ist schön. Ist schön. Ja, könnte ich eigentlich bald mal ansteuern. Na gut, gehen wir baden. Wobei. Ich kann ja mal gucken. Ich kann mich zwar hier absolut nicht gut bewegen. Da ist die lila Tür, da ist die Eistür. Ich werde da nie wieder hochkommen, glaube ich. Es sei denn, ich kann mir jetzt eine Brücke basteln. Scan des Objekts nicht möglich. Scan, wieso wird durch lokale Störung beeinträchtigt? Ach so, weil von der Vorderseite. Ja, hätte ich ganz gern. Aber ich traue mich nicht rüber zu springen. Ich falle dann in die Tiefe und komme nie wieder hoch. Nie wieder. Die haben ja einen Block. Äußerst widerstandsfähige Wasserräuber. Kräftiger, sich schnell fortbewegender Seebewohner. Äußere Hautschicht ist nichts zu durchdringen. Okay. Da seht ihr, ich hab's versucht. So. Ih! Er wollte mich anknabbern. Okay, da kommen wir hoch mit einer Wasserdüse. Wir kommen immerhin bis hier.
Werden wir da hochgeschossen? Au. Naja, wir sind oben, immerhin. Yay. Schön. Alles klar, gut. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Ich mache wieder eine kleine Pause, beziehungsweise ich überlege mir, wie wir dann jetzt hier weiterkommen können, weil, ja, das ist irgendwie ein bisschen verzwickt, dann hier rumzueiern. Ich würde dann eher sagen, wir fahren mit dem Fahrstuhl wieder nach oben und gucken, dass wir uns irgendwie besser bewappnen können. Ja, jetzt irgendwie vielleicht ein Upgrade bekommen können oder so, weil hier rumzuplanschen macht wirklich keinen Sinn, wie wir gerade gesehen haben. Tja, meine Lieben, bis dann und Chibi-Chan!